hat das Material gewechselt, neu mit Fischer unter den Füßen unterwegs, 24-jährig. Da oben ist Ator so direkt, dass es nicht einmal attackieren, nicht einmal kippen. Das ist super aus den Knien, sie auch eine, die es gerne ein bisschen drehender hat. Eine super Kurvenlage fährt. Aber jetzt macht es gut. Ich bin leider nicht mehr nachgekommen im Körper. Bis jetzt der richtige Schüssel. Es ist der volle Angriff von Lara Della Mea, die als erste da unten auch mithält mit Franziska Gritsch und die Spitze übernimmt. Ja, formidabler Auftritt. Konstante Saison. Aber die Ausreißer nach oben, wie in der letzten Saison, die fehlen. Letzten Winter war sie einmal Fünfte und zweimal Sechste. Kann sie mehr attackieren? Das braucht es, um hier den Sprung nach vorne zu machen. Schön. Wow. Aber das braucht man eh für den nächsten Sektor. Raus in der Luft, durch die Haarnadel durch. Ja, und auch da ist fast eine halbe Sekunde weg, aber sie hat noch 13. Die braucht sie wohl auch. Mit dem letzten Teil, wie sieht es hier aus? Nur noch 900, was wir denken zwischen Lara Della Mea und Erlin Nollmeier. Kanada gegen Italien. Es ist Italien. 1400 zu fehlen. Dritte bei Halbzeit auf Bronzekurs. Amelia Smart. Sie liegt auf Platz 17 bei Halbzeit. Sie war wie Gami Hast stark in Zagreb bei diesen Frühlingsbedingungen. Sie war 8 dort. Kann sie es jetzt besser nutzen, diese Unterlage als die Schweizerin. Aber so Schweizerin, sie sind sehr zuversichtlich, was eine Schweizer Medaille anbelangt. 92% von ihnen glauben daran, dass es eine schafft. Springt da richtig von dort zu dort. Das scheint nicht das richtige Rezept zu sein. Ist da weit zurückgefallen auf Zwischenrang 11. Amelia Smart im Ziel. 10. auf 15 des ersten Laufs. Und 15. bei Halbzeit. Das ist Katharina Huber, die bisher im Parallelrennen antreten durfte an diesen Weltmeisterschaften. Dort aber in der Quali hängen blieb. Start geglückt, dann kurz vor der Zwischenzeit ein kleiner Fehler bei der Österreich. Es braucht wahnsinnige Härte, im Rumpf vor allem. Es macht sie super. Dann braucht es aber gleich so das Geschmeidige aus der Beine, zum Beispiel federn können, das ein paar Spuren. Schmale Skiführung, enge Linie, alles auf Zug. Also reicht ganz das? Einfach. Nein. 1300, oh. Ja, nein. Eine große Enttäuschung aus dem Riesensalon. Verdauen nur 13. Vor allem der zweite Lauf war schlecht. Sie hat den Slalom-Ski von Levi wieder hervorgenommen. Dort hat sie hervorragend gepasst mit den Längen 5 und 7. Finde ich noch speziell jetzt bei der besalzenen Piste auf dem minus 20 Grad Schnee von Levi, dass das so gut funktioniert. Also für den ersten Lauf, das waren meine Informationen. Ja. Okay. Vielleicht hat sie jetzt gewechselt. Kann natürlich gut sein. Sie muss sich mega zähmen, jetzt mit viel gut fahren. Muss sie eh schon immer ins Slalom und den so einen geraden Lauf. Kann man sagen, für die Riesenlauf-Spezialistinnen, je drehender, desto besser? Kann ich jetzt so nicht sagen, bei der Sarah definitiv. Gut. Sarah Hector stark und sie bringt 700 ins Ziel und Lara Della Mea wird abgelöst. Jetzt Mine Holtmann, anschließend Aline Daniot. Wir sind in den Top 10 angelangt des ersten Laufs. Letzte Norwegerin, oder? Jawohl. Also da ist das Risiko abgesehen bei der Mine. Oh,
Rücklage, gut gerettet. Die Zeiten werden jetzt natürlich mit Sarah Hector verglichen. Oh. Ganz optimal die Kombination, aber hebt sich gut. So flink ist der Knie. Ist eine Riesensteigerung zu den letzten Slaloms von Nina Holtmann. Schau mal, wie sie die Schüsse lässt. Oh, ganz eng wieder da. Ja, das ist der volle Angriff. Mit voller Überzeugung. Nina Holtmann mit der klaren neuen Bestzeit. Wow. Ja, viertbeste Laufzeit. Super. Tippe, starker erster Auftritt. Daumen drücken für einen starken zweiten. Nur 400. Reserve im Vergleich mit Nina Holtmann. Super. Ist voll dabei. Also das Lichtmäßige hat sie nicht verloren. Sie wieder super. Ja, wir wissen, Holtmann war ganz unten ultra schnell, hat da sehr viel riskiert und es ist aufgegangen. Ja, super. Sie braucht ein Polster und das hat sie. Der steilste Bereich ist natürlich ihre Lieblingsstelle. Jetzt Föriko mit dem Ski. Letzter Vergleich vor dem Ziel, 37 Sekunden. Tina Weirater zertrümmert fast den Tisch und Alin Daniot auf dem Weg zur neuen Bestzeit. Hoffentlich jetzt schießen lassen. Ja, ja. Unten. Aronson Elfmann, 800. Vorsprung auf Mina Holtmann. Relativ großer Rückstand auf Schifrin. Sie ein großes Versprechen für die Zukunft, das schon in der Gegenwart liefert. Aber hat etwas mit dem Rummel zu kämpfen, der da entstanden ist in dieser Saison, wirkt etwas müde. Ja, es ist eben auch das Schwierige, oder? Sie ist körperlich schon extrem weit für ihr Alter, technisch schon, aber das erstmal im Rampenlichtstuhl und mit all den Mediengeschichten umgehen ist nicht so einfach. 20-jährig ist sie. Auf kleinerer Bühne hat sie geliefert. Zweifach Junioren-Weltmeisterin vor ein paar Wochen in St. Anton. Super Abschnitt. Er ist jetzt ganz kompakt geblieben, bleibt beim Oberkörper drunter, wechselt nur mit der Beine unten durch. Aronson Elfmann gegen Holtmann, das reicht nicht. Die Hypothek war zu eine ansprechende Ausgangslage gebracht. Die Frau, die im letzten Slalom vor den Weltmeisterschaften als Dritte auf dem Podest stand. Ja, sie hat noch nicht einmal so richtig attackiert. Also zumindest nicht so wie sie den Podest. Jetzt will sie es, glaube ich, wissen. Ach du, Rücklag, nein. Nein, und dann ist es vorbei. Sie hat das, das wissen wir. Anna Butzig, 20-jährig, fühlt sich gut in Form. Die letzten Trainings, die haben auch gepasst, hat sie gesagt. Allerdings ist sie in den letzten drei Slaloms im Weltcup nie über einen 10. Platz hinausgekommen. Da war dieser erste Lauf ein Fortschritt mit Zwischenrang 6. Wird immer noch Nina Holt. Sie liebt gerade die Läufe. Au, oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt hat sie doch viel zu viel Pendel im Oberkörper drin. 13. weg. Vorsprung weg. Holtmann war ja unten extrem stark. Da hat sie keine Chance. Anna Butz. Genau, hier hat es nämlich noch eine Lücke von 24 Hundertstelsekunden. Völlova zu Butzig. Der Vorsprung eine halbe Sekunde auf Mina Holtmann. Slalomgold fehlt ihr noch, das war das große Saisonziel. Sie scheint nicht ganz auf der Höhe. Mal schauen, ob sie jetzt so richtig loslegen kann. Petra Völlova, die Slalom-Olympiasieger. 38 Hundertstel fehlen ihre auf Medaillenring. Wäre möglicherweise mit einer Medaille zufrieden angesichts der Umstände. Er ist schon krank. Ah, er kämpft. Kämpft man nicht wieder. Da hat es viel verloren. Es wird verkrampft. Es ist nicht die alte Petra Bolo. Jetzt. Er schreit nicht. Das ist schon richtig stark. Sie kann schon die Spitze übernehmen, aber ob es dann nach vorne reicht. Völlova, der Holtmann, nein, es ist Mina Holtmann. Auch nach Hüle zuletzt hat es endlich geklappt mit diesem ersten Slalom-Sieg. Sie hat schon gefühlt, beispielsweise bei Olympia, auch beim Weltcup-Finale vor einem Jahr hier
Es hat nicht geklappt mit dem Sieg. Vielleicht mit anderer Ausgangslage. Sie muss angreifen. Schleicht sich da durch, wie wir sie kennen. Hinter ihnen schon ziemlich tiefe Linie. Und das ist schnell. Es wird so viel träger. Vergleicht in Gedanken mit der Lara Della Mer zum Beispiel. Aber darf man sich nicht täuschen. Das ist sensationell. Wenn man auf die Ski schaut, das fährt immer. Das sieht so einfach aus bei ihr. Eine halbe Sekunde nimmt Lena Dürr mit für den letzten Teil im Kampf gegen Mina Holtmann. Das lässt sie sich nicht mehr nehmen. Lena Dürr, wow, 200stel sind es dann nur, eieiei. Des ersten Durchgangs, siebte in Spielte, die hat's drauf. War auch in Ore vor 4 Jahren sechste, kann also WM-Slalom. Aber was geht in ihrem Kopf jetzt vor? Ja, die wird nervös, klar, aber die lädt da recht befreit los. Achtung, boah. Einige Probleme, aber hervorragend gerettet und kaum Zeit eingebüßt. Also sie hätte mal nicht zurück. Die Frage ist, kann sie die Balance weiterhin so halten? Ja, da oben. Und da war ja Lena Dürr stark. Da hält sie mit. Das könnte aufgehen. Und dann hat sie die Medaille auch sicher. Oh, eine halbe Sekunde nimmt sie mit. Hat den Vorsprung ausgebaut. Das durchbringen. Ja, und dann holt sich Los Saint-Germain eine WM-Medaille. Jawohl, und was für eine Fahrt ist das denn? Da greift sie nach mehr. Sensationell, wie die das runterbringt. Wow. Wow. Impossible. Unglaublich. Die französisch sprechende Kanadierin mit einer ersten Reaktion. Ich habe das Gefühl, wenn sie mit hinten ist, in der letzten Zwischenzeit, geht sie ja immer noch. Weil die Lena Dürr verliert den 80. Hundertstel. Und dann hat sie schon dort so einen riesen Vorsprung. Und bringt das Ziel. Jetzt geht's um die Wurst. Es geht um eine weitere Medaille. Es geht um WM Gold. 42 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Laurent Saint-Germain. Wendy Holdener gestartet. Blutig, stabil, Rücklag. Die ersten Tore haben es in sich. Erste Klippe gemeistert, gut durchgekommen. Ja, und Vorsprung ausgebaut. Wendy Holdener stark unterwegs. Ja, sie hat es drauf. Sie ist gut drauf. Sie greift an. Und nimmt 72 Hundertstel mit für die zweite Hälfte dieses zweiten Durchganges. Und sie ist so balanciert, so kurz drauf. Es geht jetzt wieder. Oh nein, und dann der Einfädel. Nein, das gibt's doch nicht. Ah, es hat so gut ausgeschaut und dann dieses Mal. Ah, so schade. Das wäre ein Angriff auf Gold. Jetzt dieses blaue Tor war's. Ich wollte schon sagen, die größten Klippen sind durch, aber jedes verarbeitet. So, die Entscheidung fällt jetzt. Holt sich Michaela Schifrin zum 5. Mal WM Gold im Slalom. Oder wird Laurent Saint-Germain die absolut Sensations-Weltmeisterin im Slalom? Das wäre eine Geschichte. Schifrin kann nicht allzu viel verwalten. Nicht gut, ne? Wow, nicht da gut, ist fast ne? Der ganze Vorsprung weg. Schau, wie sie bremst noch dort. Sie braucht manchmal ein bisschen, um reinzufinden. Oh, aber das sieht immer noch nicht losgelöst aus, auch wenn es besser ist. Boah, das wird so eng. Wenn sie jetzt nicht 7 Gänge aufschaltet, geht sich das nie aus. Wie sieht's aus? 2 Zehntel Rückstand. Unten kann man schneller als Saint-Germain fahren. Das bleibt eng. Schifrin ist unten oft sehr schnell. Zu run. Schifrin oder Saint-Germain? Nein, Schifrin! Zweite Loch und Saint-Germain ist Slalom-Weltmeisterin. Ja, was passiert denn hier? Wahnsinn! Unfassbar! Laurent Saint-Germain! Bester Platz im Weltcup, ein 5. Rang in einem Parallelrennen. Und jetzt Slalom-Gold!
weit wäre die Tür offen für die Wendy Holden. Congrats! Leider, leider ist sie nicht durchgegangen durch diese Tür. Natürlich, man kann jetzt sagen, ah, es wäre angerichtet gewesen. Sie hat angegriffen, oben ist alles gut aufgegangen, deshalb war sie schnell. Unten hat es dann nicht mehr gepasst, bei einem Tor. Aber es ärgert, es nervt, es schmerzt. Mina Holtmann, Basketballmedaille in 200 Stunden. Dali Daniel mit 6. Hervorragend. Siegerig heute Abend. Ja, das darf nicht untergehen. 97 Hundertstel Sekunden Rückstand, 3 Zehntel an der